Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und dieses Video geht über Studiofotografie. Ich würde von mir behaupten, ich bin nicht gut drin, aber ich probiere es wenigstens aus. Und mich hat jemand gefragt, ob ich für sie ein paar Bilder machen kann für die Bewerbung bei einer Modelagentur. Also let's go und viel Spaß beim Video. Moin. Moin. Dankeschön. Gerne. Schönen Abend euch. Ja, danke. Hey. So, an der Fahrt angekommen, wo ich Fotografie in Bielefeld studiere, geht es jetzt nun hoch die Treppe in den zweiten Stock, wo ich die Möglichkeit habe, die Räumlichkeiten zu nutzen. Dies tue ich auch heute an dem Abend, um ein paar Fotos zu machen für Sie, um auch selber für mich besser zu werden, um etwas zu üben. Jetzt geht es noch einmal schnell nach draußen, vor das Gebäude, um einmal das Model und ihre Begleitung abzuholen. Ja, moin. Hey, lange nicht gesehen, freut mich. Ja. Gleichfalls. Das ist das Studio hier auf jeden Fall. Da können wir gleich die Fotos machen. Mhm. Und da kannst du deine Sachen tun, wenn du möchtest. Breite dich aus, den ganzen Tisch anschlagen. Nun geht's los. Ihre Begleitung ist da. Um wen es heute geht, ist die liebe Kira Sophie. Sie ist nicht so gerne vor der Kamera und nicht so häufig vor der Kamera. Also fühlt sich relativ unwohl. Um die ganze Stimmung so ein bisschen aufzulockern, habe ich den beiden gesagt, geht doch erstmal gemeinsam vor die Kamera, ich mache ein paar Bilder für euch. Dann habt ihr noch ein kleines Andenken, vielleicht ein paar Freundschaftsbilder. Und so haben wir halt jetzt hier gestartet. Das ist der Anfang. Dies war nun der Anfang von diesem Shooting und hier kommen schon die allerersten Ergebnisse. Viel Spaß damit! Nun sind wir auch richtig angekommen im Studio. Wir sind ein bisschen eingespielter, sind warm geworden miteinander. Und hier wollte ich nochmal ganz wichtig auch sagen, an der Stelle, dass eine dritte Person, zum Beispiel hier von der lieben Kira die Freundin oder sonst auch von einem Model der Freund, von einem männlichen Model die Freundin oder einfach eine dritte Person oder eine vierte Person. Die sind sehr hilfreich, die können einmal das Model unterstützen, damit die Person sich einfach wohler fühlt oder auch diese dritte Person oder vierte Person kann dem Fotografen, in dem Fall mir, assistieren. Licht oder Kabel oder einen Akku reichen oder sonst irgendwie einfach quasi mir ein paar Aufgaben abnehmen, damit ich mich mehr auf das Fotografieren an sich konzentrieren kann. Nach dem Warmwerden haben wir jetzt ein paar Instagram-Fotos gemacht für ein bisschen Social Media. Und zu guter Letzt ging es jetzt an die Bilder, weswegen wir überhaupt den ganzen Abend dort verbracht haben oder weswegen wir überhaupt zusammengekommen sind, nämlich für ein paar Model-Card-Z-Card-Bilder. So genau wusste ich jetzt selber nicht, was sie wollte. Sie hat mir nur gesagt, das und das braucht sie, das habe ich dann gemacht. Was es genau am Ende fertig ist, weiß ich nicht. Ich habe es einfach gemacht, ihr gegeben und fertig ist. Ob es am Ende geklappt hat mit der Bewerbung, weiß ich nicht. Das könnte ich noch einfach mal, wenn ich es herausfinde, in die Kommentare schreiben. Aber darum geht es ja auch erstmal gar nicht. Sondern erstmal geht es darum, es gibt eine Aufgabe und ich probiere die in meinem Können und meinem Gewissen bestmöglich umzusetzen. Und es war einfach so, quasi sie als Person, als Körper so, von jeder Seite einmal abzulichten. Also frontal, seitlich links, seitlich rechts und von hinten, denke ich, glaube ich, war es.
Und davon sieht man jetzt hier, wie ich das quasi mache, mit einem Licht von der Seite, ein Licht von vorne schräg oben, in einer weißen Hohlkehle. Und das hier sind quasi ein paar der Ergebnisse, die am Ende abgegeben wurden. Nicht alle, aber ein paar. Viel Spaß damit! Dies waren nun die Fotos von dem Shooting. Mich würde interessieren, haben die Fotos euch gefallen? Was sagt ihr zu den Fotos? Gebt mir gerne konstruktive Kritik. Schreibt mir gerne einen Kommentar, damit ich weiß, was ihr davon haltet. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und nun zu einem kleinen Outtake von den beiden. War super. Super Location, super Lockerung, toller Fotograf, sehr sympathisch. Einfach nur Spaß. So, jetzt ist das Reale, jetzt die reale Antwort. Wie war es für dich so quasi als Begleitung? Es hat Spaß gemacht. Ich bin jetzt auch Profi-Fotograf. Ich habe sehr viel gelernt heute. Ich mache mein eigenes Fotostudio auf. Es war für dich vor der Kamera? Nein, ich fand es wirklich richtig gut. Dafür, dass ich sehr unsicher bin, so hast du mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und ja, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke. Ja, danke euch beide für die Zeit. Gerne. Danke dir für deine nochmal. Zeit. Nochmal. Gerne nochmal. Wenn das Shooting zu Ende ist, ist für mich als Fotograf die Arbeit noch nicht zu Ende. Ich muss noch alles aufräumen und wieder sauber hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe, das Licht ausmachen und dann die Sachen auch noch abgeben. Jetzt folgen noch ein paar Fotos, die ich in diesem Studio hier gemacht habe und dann noch ein paar, die ich in einem Loftstudio fotografiert habe. Viel Spaß mit denen! Kommen wir nun zum Ende des Videos. Hier noch einmal drei kleine Instagram-Profile. Einmal das von der lieben Kira, dann von der lieben Jana, die in dem Beispiel für das Loft zu sehen war. Und Lofts an sich oder das Shooten in einem Loft gefällt mir persönlich lieber als im normalen Studio. Und am Ende nochmal mein Instagram-Profil. Danke fürs Sehen dieses Videos. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.